du eine Person, die wichtig zu dir ist. Perfekt. Kannst du mir nur, wie viele Buchstaben sind das? 6. Perfekt. So, die Vorname hat 6 Buchstaben. Kannst du diesen Namen in deinen Kopf in einen Kreis machen? In einen Kreis und dann mach die Namen rein. Es gibt einen Namen, der ist, der sieht aus wie eine Frau, ein sehr einfacher Name eigentlich. Der sieht aus wie Sugar. Zucker, und der Name hat was zu tun mit dem. Das heißt, der erste Buchstabe ist S. Du weißt, was du machen kannst? Mach deine Augen zu, nur eine Sekunde. Okay. Und nur vertrau mir, ne? 2 Sekunden. Okay. Und mach auf und sag mir in deinen Kopf, in deinen Kopf. Perfekt, bleib so. Sandra, wirklich? Ist das, was du denkst? Wie fandet ihr das mit Lion jetzt gerade, mit diesem Magier? Mega. Wir sind ja beide, glaube ich, mega skeptisch, was das angeht, war gerade für mich Gänsehaut. Das war schon Huhu, das war schon echt Gänsehaut, ja, das war echt... Ja. Kanntet ihr ihn vorher? Nein, wirklich nicht. Nee, also ganz fremde ganz Person, neu, ganz fremde habt Person, ihr heute ja. hier zum ersten Mal gesehen? Ja, erstes Mal gesehen, ja, tatsächlich. Ja. Okay, also, Dankeschön. Richtig toll. Augen zu. Okay. Und dann jetzt gib es zu mir, an deinen Kopf. Mhm. Okay. Genau, ist etwas zu tun ist mit, wenn du jetzt zum Beispiel was zusammenbringst, was heißt das? Ja, das passt zur Bedeutung. Das passt auch? Okay. Mhm. Ist etwas zu tun mit die Verbindenheit oder sowas? Ist das richtig? Genau das Wirklich? Ist es. Hä? Verbundenheit, korrekt. Verbundenheit, ja. Ich verstehe noch überhaupt nicht, wie das möglich sein kann. Also er wusste einfach ganz genau, an welches Wort ich gedacht habe. Das ist unglaublich. Du denkst in einen Namen, wirklich. Das hat nichts zu tun mit der Trick. Das Nein, ist was alles du, okay, gut, ich denke an einen Namen. Genau, hast du einen Namen? Ja. Perfekt. Wie viele Buchstaben sind das bitte? 9. Perfekt, 9. Hast du schon mal von Parapsychology gehört? Nee. Okay, Parapsychology ist paranormal. Ja, okay. Das heißt, es gibt Activities. Ja, wenn ja. du deinen Kopf mir gibst, ja? dann kann ich dir sagen, was ja. du denkst. Ist, wirklich viele Namen drauf. Da ist ein F da drin. F. F. Ja. F. Ja. Und da gibt es eine historische Person, der ähnlich heißt. Bestimmt, ja. Gibt's bestimmt. Ja, und da gibt es eine Straße in Berlin, der ähnlich. Ja, gibt's auch, ja. Ja. Gibt es eine Straße in ja. Berlin, der heißt Gleichname. Sag mir in deinen Kopf, mach deine Augen zu und sag mir in deinen Kopf. Ja. Friedrich, ist das richtig? Oh no, das ist so cool. Es war mega toll. Du bist der Hammer. Weil wow. du bist ganze Zeit da eigentlich, aber du bist ja woanders.